Heute wird's teuer. Ich glaube, wir werden halt wirklich arm. Ja. Schon besseres gegessen, ne? Schon teuer gewesen, also. Wie viel? Yo, Leute, wir sind Max und Chris und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute steht wieder auf der Agenda das Gegenspiel vom letzten Mal. Und zwar geht es heute darum, immer das teuerste Essen zu bestellen, was auf der Karte gibt. Genau, das teuerste Hauptgericht, was auf der Karte steht, Leute, das gönnen wir uns heute. Denn ihr habt ja letztes Jahr mega gefeiert. Falls ihr noch weitere Vorschläge habt, in welchen Restaurants wir das machen sollen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Heute wird's teuer. Ah, aber Hauptgericht ist ja jetzt, wenn wir jetzt... Achso, Leute, wir fahren mal wieder frühstücken bei McDonald's. Ja, wir sind ein bisschen zu spät. Es gibt mal wieder kein Frühstück. Aber ist es dann jetzt, wenn ein Menü... Muss ich dann ein Menü nehmen? Weil theoretisch ist das ja das Hauptgericht, oder? Ja, oder halt, letztes Mal hatten wir nur einen einzelnen Burger. Dann nehmen wir einfach einen Burger wieder. Einfach der teuerste Burger. Oder? Also einfach nur dieses einzelne teuerste Produkt, was es dort gibt. Okay. Okay. Ja, rein da, oder? Rein da. Also letztes Mal war ja bei Maggis das günstigste der Hamburger mit 1,58 oder so. Nee, 1,38, oder? 2,58 für zwei Hamburger. Das ist eigentlich sowas Unspektakuläres, aber... Kein Hamburger schmeckt so wie bei Maggis. Und jetzt gucken wir, was das teuerste aber ist. Alter, ich weiß gar nicht, was schätzt du? Irgend sowas aus so einer Spezialwoche. Ja, ich denke auch. Ich denke mal so 12 Euro oder so ein Burger. Oder 8, doch, ich glaube schon. 12 Euro. Safe oder 8. 12 Euro kostet ja nicht mal ein Burger-Restaurant. Also, ja doch. Doch. Aber doch nicht bei Mac. Ich glaube schon. Ich glaube es. Ich bin gespannt. Ja. Ich weiß, glaube ich, was das teuerste Produkt ist. Aber hier steht gar nichts dran. Einen Moment noch bitte. Wahrscheinlich einfach nur 20er Nuggets. Ja. 20er Nuggets? Oder der diese Signature Burger? Oder der American Stars Burger? Einzelpreis, aber nur. Ja, ja, logisch. Was kosten Nuggets? 20? Weiß ich nicht. 20 Stück, 8,29 Euro. Ich habe mal eine kurze Frage. Gibt es noch was teureres als Einzelprodukt als 20 Chicken Nuggets? Oder ist es das teuerste, was ihr habt? Nochmal bitte. Gibt es noch was teureres als 20er Chicken McNuggets? Nein, gell? Wie meinen Sie ja, also das als Nuggets? Nee, also habt ihr noch ein Produkt als Einzelpreis, was teurer ist wie die Nuggets? Nee, gell? Ja. Was? Moment. Meinen Sie Cobra oder nochmal der 20er? Nee, noch. Also, da gibt's noch die Chicken Cheese Eckenbox. Die kostet 8,19 Euro. Die kostet genau gleich, ja, okay. Und die 20er Nuggets kostet 8,19 Euro. Ah, und die 20er Chicken Chili Spicy Nuggets aber auch 8,29 Euro. Okay. 8,29 Euro, genau. Okay, dann nehmen wir einmal die Spicy 20er Chicken Nuggets Box. Noch was dazu? Nee, das war's, danke. Mit Süß-Sauer? Ja. Einmal Curry. Einmal Curry. Einmal Curry. Perfekt. Danke dir. Ciao. Ja. Leute, der Boy hat uns jetzt einfach. Deswegen war ich gerade verwundert, ja. 4,99 Euro. Aber es ist theoretisch natürlich trotzdem das teuerste Produkt. Das teuerste Produkt, mashallah. Spicy Chicken Nuggets hört sich irgendwie geil an. Das ist richtig geil, da habe ich auch richtig Bock drauf gerade. Aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich nice schmeckt. Doch, das wird richtig geil schmecken. Also Leute, die sehen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, doch, ja. Die sind ein bisschen Orange. Also ich glaube, wahrscheinlich ist einfach in der Marinade da irgendwas drin, keine Ahnung. Ja, aber... Oh! Alter! Wie kommt das beim Nachgang? Du wolltest gerade schon sagen. Ja. Wow, die Zwiebeln dann schon. Alter. Aber geil. Also hätten wir jetzt eine Alternative nehmen können, die Nuggets Cheesebox. Ja. Die hatte ich gestern. So Leute, wir sind jetzt beim Inder. Keine Ahnung, sind was hier das teuerste ist. Wir fahren hier noch nicht. Aber Hauptgericht, ne? Ich glaube, wir werden halt wirklich arm. Oh, 4. Ah, da ist er doch. Da sehe ich mich, Chris. Das ist uns. Das müssen wir nehmen. Das teuerste Hauptgericht ist hier Non-Veg-Sharing-Platter. Passt ja, wir nehmen es eh zu zweit. Ja. 28 Euro. Wir bestellen und dann seht ihr, was es ist. Mashallah, ist es da. Alter, ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt? Also Wings? Garnelen. Garnelen, Chicken normal. Chutney, irgendwas. Chicken Wings. Was hast du? Curry, ganz normales Curry. Ich sage jetzt so viel. 28 Euro, das ist nicht so viel aus, oder? Nee, wir kriegen aber noch Nahenbrot. Kommt es da dazu? Das ist bei ihr. Ach, das ist bei dir? Tja, Leute. Bestellen wir auch noch eins. Okay, egal, Max. Randa, was? Rainer. Ja, ich muss schon sagen, Leute, für 28 Euro, ja. Schon besser was gegessen. Ne? Scheint eigentlich aber auch nichts Besonderes.
Der Brotfrei? Das ist der Brot, was ich gegessen habe. Echt jetzt? Ja. Ah, das ist echt geil, ja. Weißt du, was mir hier ein bisschen fehlt so? Die Soße und alles. Das ist typisch indische, ich gehe so halt gar nicht. Doch, dann in der Mitte halt. Ja. Aber ich hätte jetzt lieber was mit Soße und Reis. Ja, voll. So, Freunde, wir sind wieder zu Hause. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir es jetzt weitermachen. Und zwar haben wir gesagt, wir gehen zum Chinese unseres Vertrauens. Bei dem kann man leider nicht. Chinese? Kann man das nicht wirklich nennen? Warum? Also, man kann so alles bestellen. Ne? Es ist eigentlich offiziell ein Chinese, aber ja, es gibt halt auch Schnitzel. Ja. Es gibt mexikanisch. Ja, okay, auf jeden Fall. Es ist halt, als wir hierher gezogen sind, war das der Lieferant unseres Vertrauens. Ja. Bei dem kann man aber gerade leider nicht reinsitzen und essen. Deshalb haben wir gesagt, wir holen das Essen ab. Beziehungsweise, wir rufen jetzt erstmal an und sagen einfach, sie sollen uns. Genau, das. Ja. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob es funktioniert. Wir sagen, sie sollen uns das teuerste Essen einfach machen, nicht sagen, was es ist. Ja. Und dann werden wir praktisch surprised, wenn wir es hier zu Hause aufmachen. Genau. Aber ich glaube, die werden das vielleicht nicht. Nicht checken. Ja. Doch. Die werden das bestimmt rausplappern so. Aber egal, wir versuchen es mal. Hi, Schulzek hier, guten Abend. Ich hätte gerne das teuerste Gericht auf eurer Karte. Egal, was es ist. Also, Sie müssen mir nicht sagen, was es ist. Ich würde nur gerne zum Abholen das teuerste Gericht auf eure Karte bestellen. Aber nicht sagen, was es ist. Es soll eine Überraschung sein. Müssen Sie essen, Kopf abholen? Ich hol's ab, ja. Wann Zeit fertig ist? Viertelstunde oder so. Welche essen? Ja, das teuerste auf der Karte. Das teuerste Hauptgericht einfach. Das weiß ich, diese Mathe-Leute, diese Leute. Das kann ich so. Einfach so machen. Ja, machen Sie einfach. Doch, können Sie. Einfach mal das Teure. Das Teuerste. Das teuerste Gericht, was Sie so auf der Karte stehen haben. Das esse ich. Also, einen Moment, wartet ihr mich hier, ja? Jo. Jetzt muss ich. Hi. Wir machen gerade so ein Experiment und ich würde gerne einfach das teuerste Gericht von eurer Karte bestellen. Egal, was es ist, ich esse es auch. Nicht sagen. Aber nicht sagen, was es ist. Genau. Das ist so das Ding. Tolles Experiment. Und dann? Dann esse ich's. Und dann? Ja, nichts. Das war's? Und ja, ich muss ab, ja. Ja, gut. Ja? Können wir machen. Ja, freuen Sie sich doch, ist doch Umsatz. Abholen. Ja? Preis? Ja, Ihr teuerstes Gericht, ich weiß ja nicht, was das kostet, aber ich will es auch gar nicht wissen. Das ist, was halt auf der Karte steht. Ja. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Ja, dann bis gleich. Jo, okay. Bis dann. Boah, warum sind denn so hässig, Alter? Ich denk mir so, ein Mensch ruft dich an, sagt, gib mir das teuerste Gericht. So ein komisches, ja. Die haben Angst, dass wir testen, bestimmt. Ja, keine Ahnung. Wir sind ja auch diese geheimen Restaurant-Tester. Ich bin gespannt, was ich hätte Angst vor uns. Ich bin gespannt, was es wird. Mal schauen, wie viel das jetzt kostet, Leute. Ich darf nicht mit rein, hab keine Maske, sorry. Jo. Und? Schon teuer gewesen, oder? Wie viel? Schatz. 14. Ah, ich sag's gleich. Komm. Noch mehr? Alter! Regner, Schatz. Unser Essen ist da. Chris weiß es auch Angst, nicht. Ich hab Angst. Der ich weiß so ja nicht, was soll ich schätzen? So wie was ist es denn? Ich weiß selber nicht, was es ist. Hier ist ja Safe-Ding drin. Rice, oder? Na, bestimmt ist der Rice. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, Rice. Rice Surprise. Also, Chinesen reicht, also vom Lieferanten, immer geil. Garnelen wahrscheinlich wieder, oder? Wie viel hat gekostet? Das hat wahrscheinlich. Ja. Sollen wir erst aufmachen, dann 90 gekostet. 16,90? Was sagst du? 16,90. 16,90 hat es gekostet. Ich sag 18 Euro. Weißt du, was es ich ist? Ich weiß nicht, was es ist. Hat es dir auch nicht gesagt? Nein. Was hat er überhaupt gesagt? Den Preis, wie viel ich zahlen musste. Nein, aber so. Oh! Wow. Delicious, okay, 12 Euro. 11,90. Ente mit Reis. 9,40 Euro. Das war das teuerste. 9,40 Euro. Echt so geil. Das erinnert mich back an unsere Anfangszeit hier, Leute. Ja, und wir waren bei diesen Lieferanten 2 Wochen jeden Tag. Wir hatten keine Küche, nichts, wir haben einfach gelebt. Wir haben bei dem einfach gelebt. Ihr könnt jetzt entscheiden, wo wir das nächste Mal hingehen sollen. Wir machen dann einfach Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Das teuerste. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was für eine Art von Restaurant wir gehen. Genau, wo wir hingehen sollen. Schreibt's rein. Ja. In diesem Sinne, Leute, war trotzdem geil. Schmeckt nice. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Tschüss.